Mein Telefon klingelte am 24. Februar um 7.30 Uhr morgens. Der Anrufer war mein amerikanischer Freund aus meiner Highschool-Zeit in den USA. Er war der Letzte, von dem ich erwartet hatte, dass er anruft, besonders um 7.30 Uhr morgens. Ich wusste sofort, dass der Krieg tatsächlich ausgebrochen war. Der Beginn des Krieges hat mich nicht überrascht. Tatsächlich ist er längst überfällig. Was mich überraschte, war die Tatsache, dass er nichts über das Leid wusste, das die russischen Ukrainer in den letzten 8 Jahren ertragen mussten. Lass mich etwas klarstellen. Die NATO hat versprochen, dass sie sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde. Das war eine Lüge. Und jetzt sind wir von einem aggressiven Militärbündnis umgeben. Die NATO bombardierte Jugoslawien unter dem Vorwand eines möglichen Völkermordes. Haben sie nur militärische Einrichtungen bombardiert? Nein, die NATO zerstörte Schulen, Krankenhäuser, Brücken, Kulturdenkmäler, Privatunternehmen und Industrieanlagen. Hast du das vergessen? Hast du vergessen, dass die NATO Geld und Waffen nach Georgien gepumpt hat, kurz bevor Georgien russische Friedenstruppen und Zivilisten bombardiert hat? Natürlich hast du das, denn deine Medien wollen nicht, dass du das weißt. Hast du vergessen, wie Serbien ein weiteres Gebiet entrissen wurde? Erinnerst du dich nicht an den Kosovo? Hast du damals protestiert? Ich wette, das hast du nicht. Und es war dir auch egal. Hast du die Invasion in Libyen vergessen? Wenn du in Europa bist, kannst du das nicht vergessen. Tausende von Migranten erinnern dich täglich daran, was deine Regierung in diesem Land angetan haben. Hast du in den USA gegen den illegalen Einmarsch der Türkei in Syrien protestiert? Ich wette, das hast du nicht. Ist es dir egal, dass Saudi-Arabien den Jemen aushungert? Ich wette, das tut es nicht. Ist es dir egal? Oder hat dich die illegale Invasion des Irak und Afghanistans unter falschen Vorwänden interessiert? Was? Das sind keine Menschen für dich? Warum hast du dich nicht gegen die Ermordung von Kindern und Zivilisten auf irakischen und afghanischen Hochzeiten durch amerikanische Bombardements ausgesprochen? Das ist richtig. Es sind doch nur braune Menschen. Für dich sind sie wahrscheinlich weniger wert. Wo waren deine Krokodilstränen, als Kiew anfing, die ukrainischen Russen im Osten zu bombardieren, nur weil sie genau das Gleiche taten wie die Ukrainer im Westen, nämlich eine korrupte Regierung loszuwerden? Wo waren deine Krokodilstränen, als Kiew der Krim Strom und Wasser abstellte? Wo waren deine Rettet das ukrainische Volk, als 48 zivile ukrainische Anti-Maidan-Demonstranten in einem Gewerkschaftshaus zusammengetrieben und bei lebendigem Leib verbrannt wurden, während diejenigen, die versuchten, der feurigen Hölle zu entkommen, verprügelt und erschossen wurden? Weißt du zufällig, wer die Madonna von Gorlevka ist? Weißt du, wer oder was die Gedenkstätte Alley of Angels ist? Ich gebe dir einen Tipp. Die Menschen, die in diesem Denkmal eingraviert sind, leben nicht und sind nicht erwachsen. Hast du auch nur eine Träne vergossen, als die Kinder am Kinderstrand in Zagrez von ukrainischem Militär mit illegalen Streubomben gezielt bombardiert wurden? Ich wette, das hast du nicht, aber das ist in Ordnung. Wie solltest du auch? Deine Mainstream-Medien lassen dich im Dunkeln. Seit 8 Jahren pumpen die USA und ihre Verbündeten tödliche Waffen im Wert von Milliarden von Dollar in die Ukraine. Seit 8 Jahren führen die Ukrainer einen Krieg gegen ihr eigenes Volk im Osten. Und seit 7 Jahren warten Russland und die Menschen in den Republiken Donetsk und Lugansk geduldig darauf, dass Kiew sich an die Minsker Vereinbarungen hält. Hätte Russland vielleicht noch 20 Jahre warten sollen? Du weißt schon, so viele Jahre, wie die USA damit verbracht haben, Afghanen zu töten. Während also Staatsoberhäupter wie Boris Johnson, Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Ursula von der Leyen über die armen Ukrainer herziehen, rauben sie den Ukrainern ihre Würde, lassen ihre Wirtschaft von Krediten des IWF leben und rauben ihnen im Grunde ihre Zukunft. Und Russland ist schuld, obwohl wir ihr wichtigster Handelspartner waren? Der Westen hat Russland in die Enge getrieben. Schütze dich vor einem zunehmend feindseligen Nachbarn, der Teil eines feindseligen Militärbündnisses namens NATO werden will, und verliere zum Beispiel Nord Stream 2 oder sieh zu, wie die russischen Ukrainer zu Tausenden abgeschlachtet werden. Der Westen wollte diesen Krieg mit Russland bis zum allerletzten Ukrainer führen. Erinnerst du dich an den Kosovo? Nun, die Republiken Lugansk und Donetsk haben jedes Recht zu existieren. Russland hat mit der Anerkennung des Kosovo keinen Präzedenzfall geschaffen. Warum wurden auf der Krim keine unschuldigen Zivilisten bombardiert, obwohl sie näher an Kiew liegt als Donetsk? Ich gebe dir einen Tipp. Das russische Militär hat die Menschen dort geschützt. Hier ist ein weiteres Beispiel. Die ukrainische Armee kämpft seit 8 Jahren gegen diese unsichtbare russische Armee im Osten. Das behaupten unsere Mainstream-Medien. Warum ist die ukrainische Armee dann innerhalb von 24 Stunden im Kampf gegen das russische Militär zusammengebrochen? Was glaubst du, wofür deine Steuergelder in der Ukraine verwendet wurden? Das ist richtig. Deine Steuergelder wurden von den Ukrainern im Westen verwendet, um die Ukrainer im Osten zu töten. Und du hast dich einen Dreck darum geschert. Wenn du diesen Konflikt also nicht vom ersten Tag an verfolgt hast und jetzt die blau-gelbe Flagge auf deinem Foto siehst, dann wisch bitte deine Krokodilstränen weg und finde heraus, warum deine Regierungen diejenigen unterstützt haben, die einen Nazi-Verbrecher Stefan Bandera zu ihrem nationalen Kriegshelden gemacht haben. Erwarte kein gutes Ergebnis, wenn du einen Bären und einen Drachen in die Ecke drängst, und sei auf keinen Fall überrascht, wenn der Bär und der Drache zurückschlagen. Wenn du also in den letzten 20 Jahren nicht um die Millionen von Irakern, Afghanen, Syrern, Libyern, Jugoslawen und Ostukrainern geweint hast, dann lass deine Krokodilstränen für die ukrainischen Militäreinrichtungen. Wisch sie weg und denk darüber nach, was eure Regierungen getan haben und was sie immer noch tun. Und ich hoffe, dass diese 8-jährige Geschichte eines Krieges, den eine kriminelle ukrainische Regierung gegen ihr eigenes Volk angezettelt hat, endlich zu einem Ende kommt und Ukrainer und Russen endlich in Frieden leben können.